Eskalation in der Europäischen Union. Viktor Orban möchte jetzt Migranten Zug-, Bus- oder Flugtickets nach Brüssel bezahlen. Der Streit ist nach dem letzten Urteil des Europäischen Gerichtshofes jetzt vollständig eskaliert. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Und wenn du Ungarn als ein Auswanderungsziel betrachtest, empfehle ich dir mal meinen neuen Zweitkanal Auswandern mit Kopf. Dort werde ich in Zukunft auch Themen in Verbindung mit Auswandern nach Ungarn bringen. Ich kenne persönlich sogar jemanden, der es vor ein paar Jahren gewagt hat. Er ist wirklich sehr zufrieden. Aber auch um alle anderen Länder, die in Betracht kommen, musst du dir keine Sorgen machen. Die werden auf dem neuen Kanal auch mit bearbeitet. Kommen wir zurück zu Viktor Orban und zu Ungarn. Sie haben ja immer noch die EU-Ratspräsidentschaft inne, obwohl es die Gerüchte gab, dass man ihnen diese Ratspräsidentschaft abnehmen möchte oder sie vorzeitig beenden möchte. Bisher ist davon nichts passiert. Die Asylpolitik Ungarns ist für die einen ein Verbrechen, für die anderen ein Gottesgeschenk. Es ist wirklich kontrovers, wenn man das Meinungsbild sich auf der Straße einholt zu diesem Thema. Es gibt Leute, die wandern aus Deutschland aus nach Ungarn, weil es dort nicht so viele Migranten gibt, so viele Asylsuchende, die akzeptiert werden. Dementsprechend gibt es ein ganz anderes Lagebild der Kriminalität in Ungarn. Das wissen einige Leute zu schätzen. Andere empfinden das als unmenschlich, wenn man zuerst an das eigene Volk denkt. Und jetzt ist hier die nächste Stufe der Eskalationsspirale erreicht. Und zwar gab es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das jetzt bezahlt werden muss. Der Stabschef von Viktor Orban mit dem Namen Gulyas hat jetzt das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofes scharf kritisiert. Nach dieser höchstrichterlichen Entscheidung zum Asylsystem, was die Ungarn nicht umsetzen im Sinne der EU, muss Budapest dafür 200 Millionen Euro Strafe zahlen sowie ein tägliches Zwangsgeld in Höhe von 1 Million Euro für jeden Tag des Verzuges der Umsetzung dieses Asylsystems. Jetzt ist dieser Streit so weit eskaliert, dass die ungarische Regierung über den Stabschef von Viktor Orban jetzt Folgendes gesagt hat. Man sei bereit, Migranten und Asylsuchenden, die in die EU einzureisen versuchen, Tickets nach Brüssel zu bezahlen, erklärte er. Das ist wirklich ein Hammer, denn sie sagen hier aus Ungarn zu Recht, es ist völlig inakzeptabel, intolerant und würdelos, dass dieses Urteil entstanden ist, was Ungarn dazu verpflichtet, tägliche Strafzahlungen zu leisten, nur weil sie eine andere Auffassung darüber haben, wer in ihr Land kommen darf und wer nicht. Hier möchte Brüssel mit Zwang von außen über das Geld versuchen, die Ungarn zu erpressen. Und sie sagen weiter, Ungarn möchte nicht endlos ein tägliches Zwangsgeld bezahlen, doch wenn es am Ende auf Folgendes hinausläuft, wäre Ungarn bereit, dass sie auf freiwilliger Basis gratis nach Brüssel gebracht werden. Das ist wirklich eine Eskalation. Ich stelle es mir schon bildlich vor. Sie fliegen jetzt mit Wizz Air und Ryanair und mit Flixbus fahren sie die ganzen von der Grenze oder aus Budapest, je nachdem, wo sie ankommen bzw. wo sie untergebracht sind in Ungarn, nach Brüssel und zeigen ihnen mal, ihr seid so bunt hier, ihr wollt die ganzen Leute haben. Wir bringen sie euch alle vor die Tür und sagen ganz still und heimlich, leise, ihr habt genau gesehen, was ich gemeint habe. Ich kann es leider nicht offen sagen. Damit zündet Ungarn wirklich die nächste Eskalationsstufe. Ich bin gespannt, wann sie wieder Schnappatmung bekommen und irgendwas fabulieren davon, wie unmenschlich und undemokratisch doch die Ungarn sind. Da muss man nur mal wieder sagen, sie können es nicht ertragen, dass es in Ungarn noch einen Staatspräsidenten gibt, der auf sein eigenes Volk etwas gibt. Denn in den meisten europäischen Staaten sind Staatschefs an der Regierung, die europäisches Recht über nationales Recht stellen. Und auch zum Beispiel unser Bundeskanzler hat gesagt, nachgefragt nach den deutschen Interessen, es gibt europäische Interessen. Das ist Deutschland 2024. Das ist die beste Regierung, die wir hier haben können. Und in Brüssel will man es Ihnen jetzt zeigen. Ich bin gespannt, was Sie sich jetzt einfallen lassen gegen Viktor Orban. Immerhin muss man mal sagen, der Mann steht schon so viele Jahre öffentlich in der Kritik und es ist noch kein richtiger Skandal über ihn hereingebrochen. Man kann ihn offensichtlich nicht erpressen. Man kann ihm offensichtlich auch keine Schmutzkampagne anhängen. Dafür ist er und sein Team zu gewieft, zu intelligent, zu gut ausgestattet in dem, was sie tun. Wir erinnern nur mal auch an die Mitglieder der Hammerbande, die sie hier haben wollten, bekommen haben und dann auch nach Recht und Gesetz verurteilen werden. Es gibt selbstverständlich auch
Mängel und Missstände in Ungarn, aber kein Land dieser Welt ist von Mängeln und Missständen wirklich frei. Und ob diese ganzen Justizreformen am Ende so undemokratisch sind oder einfach nur eine Änderung des Status quo sind, das müsste man mal in einer ruhigen Minute ehrlich diskutieren. Es gibt in Ungarn und in Polen manchmal ganz klare Einschnitte in die Justiz, wo man unter einer freien Justiz sagen würde, das geht so nicht, aber ein Land wie wir in Deutschland, die ein Weisungsrecht für die Staatsanwaltschaften weiter nach oben halten oder offen halten, auch wenn man es teilweise beschneiden wollte, die regelmäßig ihre Minister auch anweisen, wie zuletzt beim Tiergartenmord, die sollten sich, was das Thema Rechtsstaat angeht, lieber hinten anstellen, bisschen kleinlaut sein, wenn man überlegt, wie viele Taten in Deutschland inzwischen passiert sind, ohne dass die Täter rechtlich legal im Land waren oder dass ihre Aufenthaltsstati quasi schon abgelaufen waren und man es nicht geschafft hatte, sie aus dem öffentlichen Raum zu entfernen. Die sollten, was das Thema Rechtsstaat angeht, lieber kleine Brötchen backen. Diejenigen, die Muslim interaktiv nicht verbieten können, diejenigen, die sagen, das Kalifat ist eine denkbare Staatsform, diejenigen sollten aufhören, mit dem Finger auf andere Länder zu zeigen. Es sind auch diejenigen, die immer wieder sagen, die Ukraine darf keinen Diktatfrieden eingehen. Dabei ist es die Entscheidung der Ukrainer und nicht unsere, ob sie einen Deal eingehen oder ob sie keinen Deal eingehen. Diese Politiker, sie gehören abgewählt. Und am 1. September ist mal wieder Zeit für eine Runde Klatschen zu verteilen, so schön wie das ist. Ich bin wirklich gespannt, wie das am Ende ausgeht. Es kann eigentlich nur ein katastrophales Ergebnis für die Ampel geben. Und dann schauen wir mal, welches Szenario danach realistisch umsetzbar ist. Es gibt da wirklich einige, auch einige, die zum Ende der Bundesregierung führen könnten, auch wenn sie das nicht wollen. Es gibt dann irgendwann Punkte in gewissen Szenarien, da haben es die, die an der Macht sitzen, gar nicht mehr in der Hand. Dann werden sie von den Dingen der Zeit einfach überholt. Sei es im Moment die aktuelle Mogelei beim Bürgergeld für nächstes Jahr. Sie tricksen und täuschen beim Haushalt. Dabei gibt es jetzt schon im Juli einen Rekordeinbruch der Steuereinnahmen. Wir haben es gesehen, die Umsatzsteuer ging um fast 9% zurück. Doch 9% steht nebendran. Wenn man sich die Zahlen anschaut, ging es um 10,2% zurück. Hier ist unklar, ob es einen Zahlenfehler gibt oder ob nur falsch gerechnet wurde. Deutschland ist auf dem absteigenden Ast. Für alle, die sich dem befreien wollen, sei nochmal gesagt, es gibt jetzt auch Auswandern mit Kopf. Für jung und alt, für arm und reich. Für jeden ist was dabei. Und wir finden auch für jeden eine Lösung. Damit sage ich, abonniere meine Kanäle auch auf X und Telegram, damit du die unzensierten Bilder nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.